Ja, meine Damen und Herren, ich bin Ökonom. Ich bin wohl so ein Außenseiter hier. Einer der wenigen Ökonomen auf diesem Gebiet. Und Sie werden sich fragen, wie kommt ein Ökonom dazu, sich mit Energiefragen zu befassen? Wie komme ich dazu? Nun, ich bin Ökonom, im Wesentlichen Statistiker und Ökonometriker. Ich hatte 25 Jahre den Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie an der Fernuniversität Hagen, vorher 5 Jahre an der Universität Kiel, 6 Jahre an der TU München, vorher wieder 4 Jahre USA. Zweitstudium und ersten Doktor dort. Ja, und in Kiel war ich einer der ersten Professoren im deutschen Sprachraum, die den Arbeitsschwerpunkt Ökonometrie hatten. Ökonometrie war damals ein ganz neues Fach. 1969 gab es den ersten Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft an Ragnar Frisch Oslo und Jan Tinbergen in den Niederlanden. Und ich wurde in den USA genau in der Arbeitsrichtung dieser beiden Nobelpreisträger ausgebildet. Dann haben nach dem Nobelpreis in Deutschland haben die Universitäten begonnen, Leute zu suchen, die möglichst gut in dieser Richtung arbeiten. Und so bin ich nach Kiel berufen worden. Ja, wie kam ich dann in die Energiesache rein? Ich war von Anfang an der Meinung, dass wir als Wissenschaftler nicht im Elfenbeinturm arbeiten dürfen, nicht nur im Elfenbeinturm arbeiten dürfen, dass wir uns einmischen müssen in das, was in der Gesellschaft, in der Wirtschaft vor sich geht. Ja, und so fing ich bald nach dem Unglück in Tschernobyl, April 86 war das, an, einen Forschungsauftrag, ein Forschungsprojekt zu bearbeiten, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Europäischen Union finanziert wurde, nämlich Berechnung der optimalen, des optimalen Mixes von konkurrierenden Energieträgern, sodass die Gesamtkosten der Energieversorgung für die Bundesrepublik, damals nur Westdeutschland, minimal werden. Und wir haben gerechnet über 40 Jahre. Ein Modell, ein lineares Optimierungsmodell, das in Karlsruhe in einem Forschungsinstitut konstruiert worden war, haben wir erweitert um Prozesse für erneuerbare Energien. Sonne, Wind, Wasser. Von Raumenergie hatte ich damals keine Ahnung. Und ja, ich hatte Physiker, Volkswirte, Ingenieure an meinem Lehrstuhl arbeiten und wir haben da dieses Modell erweitert. Und das Modell hatte eine Größe und die Rechner eine kleine Leistungsfähigkeit, die man sich heute kaum mehr vorstellen kann. Der sogenannte Großrechner der Fernuniversität Hagen hat zwischen 11 und 14 Stunden gebraucht, um eine einzige Lösung für dieses Modell zu errechnen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja gut, so kam ich also in die Energiesache hinein und erneuerbare Energien, ja, aber Raumenergie, keine Ahnung davon, noch nie davon gehört. Und dann im Frühjahr 1993 erfuhr ich, dass es in Kassel, bei Kassel, einen Erfinder, einen Ingenieur und Physiker gibt, der ein Gerät konstruiert hat, das läuft, mehr Energie abgibt, als es aufnimmt. Nun, von Physik habe ich damals nichts verstanden, heute auch nicht, aber mir war klar, ein Perpetuum mobile kann es nicht geben. Das war mir klar. Trotzdem fuhr ich mit meinen beiden Söhnen hin, die damals Studenten der Ingenieurwissenschaft waren, heute sind sie Ingenieure, fuhr ich hin und wir haben in der Autobahn Raststätte Kassel dieses Gerät gesehen. Der Erfinder, der nicht genannt werden will jetzt, heute erkrankt ist, der hat uns gesagt, dass er in seinem Mercedes überfallen worden sei, man habe die Unterlagen geraubt und so weiter, darum ließ er uns nicht in sein Labor, sondern wir gingen in die Autobahnraststätte Kassel. Ja, das Gerät gesehen, es lief, nicht autark, ich habe gesagt, dann macht es doch autark, wenn es irgendwie geht, damit man nicht vermuten muss, dass ihr irgendwo mehr Energie aus der Steckdose oder aus einer Batterie hineinschleust, als dann letzten Endes herauskommt. Nun, das hat er nicht gemacht. Naja, aber so kam ich in die Sache rein. Ich habe dann Informationen gesammelt rund um die Welt. Ich war bei Konferenzen rund um die Welt, natürlich bei vielen Konferenzen von Adolf und Inge Schneider hier in der Gegend. Und bei Konferenzen rund um die Welt, ich bin bis Japan gekommen, bis Kanada, USA. Und ich war viel in Russland, in der Sowjetunion, in der Ukraine und habe da Informationen gesammelt, auch in Forschungsinstituten. Und das ist jetzt für mich das Entscheidende, wenn ich das sage. Wäre ich nicht hundertprozentig überzeugt, dass es diese Raumenergie gibt und dass wir sie nutzen können, wenn wir es wollen, dann würde ich meinen Mund halten. Wäre ich nicht hier, dann wäre ich emeritierter Professor, wirklich im Ruhestand und nicht im Unruhestand, wie ich nun schon 9 Jahre bin seit meiner Emeritierung. Und ich bin glücklich, dass ich so viel arbeiten konnte auf dem Gebiet, aber für mich ist es wichtig,
Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass das geht. Und das dürfte besonders wichtig sein für die Damen und Herren hier, die jetzt neu auf dem Gebiet sind oder die noch nicht überzeugt sind. Also ich bin überzeugt, und es gibt sicher auch hier viele Menschen, die überzeugt sind, dass es diese Sache gibt und dass wir sie nutzen können, wenn wir es wollen. Raumenergietechnik ist wahrscheinlich die größte technische Revolution, die es in der neueren Geschichte der Menschheit gegeben hat. Raumenergietechnik ist weltweit der vorteilhafteste Weg zur Nachhaltigkeit der Energieversorgung. Und wir müssen ihn voll Freude und Dankbarkeit gehen. Ich würde sagen, freut euch und frohlocket, wir kommen endlich aus vielen Sackgassen im heutigen Energie- und Umweltbereich heraus. Wir machen doch mit unserer heutigen Energiewirtschaft, mit unserer Wirtschafts- und Lebensweise die Natur kaputt, noch und noch. So kann es nicht hunderte von Jahren mehr weitergehen, dann ist die Welt am Ende, ist die Menschheit am Ende. Und mit Hilfe der Raumenergienutzung können wir da herauskommen, aus vielen Schwierigkeiten. Ein neuer Kondratjew-Zyklus kann bald beginnen und das ist viel mehr als ein Konjunkturaufschwung. Er kann helfen, dieser neue Kondratjew-Zyklus, bei der Überwindung der derzeitigen Weltwirtschaftskrise. Die Weltwirtschaftskrise wird wahrscheinlich noch ein ganzes Stück schlimmer werden. Bis zur Bundestagswahl hat man möglichst viel getan, um zu verhindern, dass sich die schlimmen Folgen der Weltwirtschaftskrise wirklich zeigen. Und es dürfte noch viel schlimmer werden, als es im Augenblick erscheint. Und ja, Kondratjew-Zyklus, was ist das? Viel mehr als ein Konjunkturzyklus. Der erste Kondratjew-Zyklus kam 1807 mit der Einführung der Dampfmaschine. Eine laufende, funktionierende Dampfmaschine gab es schon 1707 von Papin in Frankreich entwickelt. Von Leibniz wurde die theoretische Fundierung dazu, dem deutschen Leibniz wurde die theoretische Fundierung dazu entwickelt. Nun, aber die British Royal Society hat die Einführung der Dampfmaschine dann um 100 Jahre verzögert. Wären Papin und Leibniz Engländer gewesen, wäre die Dampfmaschine wahrscheinlich schon 100 Jahre früher gekommen. So, der zweite Kondratjew-Zyklus, der kam mit der Einführung der Eisenbahn um 1835/50. Eisenbahn, dritter Kondratjew-Zyklus, Einführung der Elektrotechnik, des Stroms, so 1880/2000. Dann der vierte Kondratjew-Zyklus kam um 1920/30 mit dem Auto, Autotechnik, diese moderne Fahrtechnik. Und dann der fünfte Kondratjew-Zyklus mit der Informationstechnik, Computer und so weiter und was wir heute alles sehen. Ohne diesen fünften Kondratjew-Zyklus sozusagen könnte ich jetzt nicht so in dieser Form die Sache präsentieren. Es würde anders laufen. Ja, und es gibt ein Buch von Leo Nefjodow, der in der Nähe von Bonn wohnt und lebt, der sechste Kondratjew-Zyklus. Und da schreibt er im Wesentlichen, dass der sechste Kondratjew-Zyklus jetzt beginnt, so um 2000 rum beginnt. Und es gibt neue Medizin, neue Gesundheitsangelegenheiten, also weniger Gutes tun für die Pharmaindustrie, die chemische Industrie, mehr gesund leben, leben im Einklang mit der Natur und so weiter. Und wir haben ja gestern schon einiges gehört darüber, ich finde das sehr erfreulich, was schon ganz in diese Richtung zeigt, also man kann sagen, der sechste Kondratjew-Zyklus, so wie es der Nefjodow sieht, der ist schon sozusagen im Kommen. Und ich bin der Meinung, dass nun die Raumenergietechnik, die Nutzung der Raumenergietechnik diesen sechsten Kondratjew-Zyklus wesentlich verstärken kann, auch verlängern kann, sodass wir dann auch aus der derzeitigen Weltwirtschaftskrise herauskommen. Und das Ganze wird die Sichtweise vieler Menschen ändern, die Augen und Ohren vieler Menschen ändern und sie werden offen werden für neue Dinge und ich hoffe, dass wir dann einen Paradigmenwechsel bekommen, dass wir ein erweitertes Weltbild bekommen, dass wir die materialistische Sicht der Dinge ergänzen um geistige Aspekte, um geistige Dimensionen. Und das gibt Hilfe zur Nachhaltigkeit im weitesten Sinn. Synonyme für Raumenergie. Was versteht man unter Raumenergie? Synonyme, gleich sinnverwandte Wörter. Neutrinoenergie, Ätherenergie, Vakuumfeldenergie, Nullpunktenergie, Schwerkraftfeldenergie, kosmische Energie, Orgonenergie, freie Energie. Das sind also sinnverwandte Wörter, die im Grunde auf das Gleiche hinauslaufen. Dann, wie steht es mit der theoretischen Fundierung? Was bedeutet sie? Die ist sehr wichtig, ist extrem wichtig,
weil dann ein Gerät, das die Raumenergie nutzt, kein Perpetuum mobile ist. Das ist wichtig. Wir müssen wegkommen von dem Verdacht, Spinner zu sein, Träumer zu sein, weil wir auf ein Perpetuum mobile bauen sozusagen. Und da ist es wichtig, dass man weiß, diese Raumenergie, die gibt es sicher und die Theorie besagt, wie wir sie nutzen können, dass sie existiert und so weiter. Sicher wissen, woher die Energie kommt. Wir wissen bei der Photovoltaikzelle, warum ist der Strom, der aus der Photovoltaikzelle kommt und der Elektromotor, der damit betrieben wird, kein Perpetuum mobile? Weil wir wissen, woher die Energie kommt. Sobald die Sonne aufhört zu scheinen, ist Schluss mit dem Laufen des Motors. Schluss. Beim Windrad ist es ähnlich. Wir wissen, woher die Energie kommt, darum sind das keine Perpetuum mobile. Theorien helfen bei der Entwicklung und Optimierung von Geräten, aber es scheint auch Erfinder zu geben, die fast rein experimentell arbeiten. Warum nicht? Aber ich glaube, es ist enorm wichtig, dass diese Erfinder zusammenarbeiten. Also ich möchte wiederholt betonen, das Geheimnis des Erfolges heißt Zusammenarbeit. Das Geheimnis des Erfolges liegt in der Zusammenarbeit. Viele Menschen arbeiten allein oder in zu kleinen Gruppen. Wir brauchen viel mehr Zusammenarbeit. Schauen Sie, ich habe mehr als ein Jahrzehnt Forschung in Ökonometrie betrieben, internationale Konferenzen gemacht und so weiter. Und dann habe ich einen russischen Mathematiker, Andranik Tangian, heute Professor in Düsseldorf und lehrt auch in Karlsruhe, gewonnen und wir haben zusammengearbeitet, ein neues System entwickelt, um Präferenzfunktionen zu schätzen. Und das hat uns den Nobelpreisträger Gérard Debreu aus Berkeley zweimal nach Hagen gebracht. Geheimnis des Erfolges heißt Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit hat uns ein ganzes Stück weitergebracht und ich bin sicher, auch die Arbeit im Bereich Raumenergie kann viel, viel weiter kommen, wenn wir mehr zusammenarbeiten, noch viel mehr zusammenarbeiten. Ich möchte vor allen Dingen die Leute, die jetzt neu sind, bitten, befassen Sie sich intensiv damit, steigen Sie ein, werden Sie aktiv, wir alle müssen aktiv werden. Das Geheimnis des Erfolges heißt Zusammenarbeiten, Arbeit. Nun, was ist Äther? Der Äther ist im 19. Jahrhundert herrschte die Vorstellung eines allgegenwärtigen Stoffes als Träger der Lichtwellen. Und durch die spezielle Relativitätstheorie wurde diese Theorie angeblich widerlegt. Albert Einstein, der von 1879 bis 1955 gelebt hat, soll in jüngeren Jahren gelehrt haben, es gibt keinen Äther. Und später, es gibt den Äther. Über Äther gibt es mehrere zum Teil widersprüchliche Theorien, ähnlich wie über andere Synonyme der Raumenergie. Also als Nichtphysiker fällt es mir schwer, diese Theorien zu beurteilen, zu versuchen, die zu beurteilen. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, es ist vieles ein Durcheinander, schwer zu durchschauen. Man kann also nicht sagen, da ist eine Theorie, das ist die Theorie und das alles andere könnt ihr vergessen, sondern es gibt da sehr viel Unterschiedliches. Neutrinos. In letzter Zeit sind die Neutrinos als Energiequelle besonders intensiv erforscht worden. Und ein führender Neutrino-Forscher im deutschen Sprachraum ist Professor Dr. Ingenieur Konstantin Meil, der ist auch erster Vizepräsident der Deutschen Vereinigung für Raumenergie in Villingen-Schwenningen, Hochschule Furtwangen Universität. Frühere Neutrino-Forscher sind unter anderem Wolfgang Pauli, der hat in den 30er Jahren daran gearbeitet und den Nobelpreis 45 bekommen. Cowan und Friedrich Reins haben auch daran gearbeitet, Veröffentlichungen 1956 und den Nobelpreis hat Reins 1995 bekommen. Und dann Masatoshi Koshiba aus Japan und Raymond Davis Jr. aus den USA erhielten den Nobelpreis 2002. Sie sehen also, diese Sache Neutrinos und Raumenergie ist nicht eine sozusagen ganz neue Sache, die außerhalb der klassischen Wissenschaft liegt. Sonst hätte es ja noch keine Nobelpreise gegeben. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Aber ich habe auch manchmal den Eindruck, dass viele Wissenschaftler in Physik und Ingenieurwissenschaften das gar nicht zur Kenntnis nehmen. Für die hat Neutrinos nichts zu tun mit Raumenergie und ähnlichen Dingen, mit dieser neuen Energiequelle, sondern ist ganz was anderes. Und das wird dann anerkannt, Nobelpreis dafür. Ja, aber ihr, was ihr da nutzen wollt, ihr seid doch lauter Spinner und Idioten. Nun, harte Fakten über Raumenergie und Raumenergietechnik. Die Fakten sind für mich als Statistiker und als Ökonom besonders wichtig. Erstens, es gibt Theorien, die belegen, dass die Raumenergietechnik existiert und genutzt werden kann.
Zweitens, es gibt experimentelle Bestätigungen und Patente, auch Patente vom sogenannten sehr strengen US-Patentamt. Es gibt drittens seit Jahren Berichte über funktionierende Raumenergiegeräte, die in der Regel bisher klein sind, Prototypen. Ja, was mir auch wichtig ist, ist der Hinweis auf Offenlegung im militärischen Bereich, Offenlegung von Informationen im militärischen Bereich, insbesondere in den USA und Russland. Ich bin überzeugt von Folgendem. Selbst wenn alle Informationen, die wir im privaten, sogenannten privaten Bereich haben, wenn die falsch wäre, wir müssten nur die im militärischen Bereich vorhandene und bisher überwiegend geheim gehaltene Information öffentlich machen und nutzen. Darüber gibt es ein ganzes Buch von Stephen Greer, Disclosure Project. Sie finden darüber im vierten Kapitel meines Buches eine Menge Informationen darüber. Also wir müssten nur diese Information öffentlich machen, verwenden. Und es gibt Hinweise auf Berichte darüber, dass mehrere Präsidenten der USA sich in den letzten 2 Jahrzehnten etwa beklagt haben darüber, dass sie nicht informiert werden über das, was militärische Gruppen im Geheimen machen. US-Präsidenten werden ausgeschlossen von dieser Information. Ich finde, das ist ein Skandal in einem demokratischen Land. Und wir dürfen sowas nicht weiter hinnehmen, wir müssen schauen, dagegen zu arbeiten. Viertens, es gibt Verfahren zur Transmutation. Das ist auch enorm wichtig, da werden wir jetzt wohl nicht viel drauf eingehen können im Einzelnen, aber man kann radioaktive Abfälle unschädlich machen, Sünden der Vergangenheit sozusagen korrigieren, Fehlentscheidungen der Vergangenheit korrigieren. Ich war in einem Labor in den USA bei Jim Patterson in den 90er Jahren, mein Sohn Martin war dabei, und als wir hinkamen nach einer Konferenz in Colorado, lief das Experiment, es herrschte große Spannung. Das Fernsehen war dabei und es lief das Experiment. Fernsehen, so wie bei uns erstes, zweites Programm, lief das Experiment. Ja, und innerhalb von einer Stunde hatten sie, ich glaube, um die 60% des vorhandenen ein radioaktives Material, also 60% abgebaut. In 2-3 Stunden kamen sie dann auf um die 90-95% Uraniumnitrat abgebaut. Ja? Also du kannst die Fehler, radioaktives Material abbauen, unschädlich machen. Und wahrscheinlich auch ohne Castortransporte. Du bringst das Material in ein Labor, wo es dann abgebaut wird und musst nicht draußen rumfahren. Dann, was auch besonders wichtig ist für die Zukunft, wir können neue Werkstoffe schaffen. Wo kommen wir hin mit den vorhandenen noch vorhandenen Mengen an Metallen, verschiedenen Metallen, an Kunststoffen, die werden nicht mehr tausende von Jahren reichen, was vorhanden ist, sondern wir werden eventuell was neu nutzen müssen. Und diese Transmutationsverfahren, die geben die Möglichkeit, solche Sachen auch neu zu machen. Nun, warum ist Raumenergietechnik in ökonomischer und ökologischer Sicht der konkurrenzfähigste und deshalb vorteilhafteste Weg zur Nachhaltigkeit der Energieversorgung? Also ich behaupte hier sehr viel. Warum ist das so? Raumenergie ist in praktisch unbegrenzter Menge verfügbar, unbegrenzter Menge im Gegensatz zu Kohle, Erdöl, Erdgas. Und Raumenergie ist immer verfügbar, 24 Stunden am Tag, 365 oder auch 366 Tage im Jahr. Im Gegensatz Sonne, Wind, Wasser, Biomasse. Auf Sonne, Wind, Wasser und Biomasse kannst du dich eben nicht verlassen. Die Sonne scheint nicht immer und der Wind weht nicht immer, es regnet nicht immer und dann funktioniert auch die Biomasse nicht, Biomasseproduktion nicht immer. Und das gibt dann einen minimalen Bedarf an begrenzt verfügbaren Rohstoffen wie Metallen und Kunststoffen. Es gibt einen Einsatz vorteilhafter erneuerbarer Energien, der den Aufwand kräftig erhöht. Und es gibt der erneuerbare Energien, der traditionellen erneuerbaren Energien, erhöht den Aufwand kräftig und Einsatz von Raumenergie senkt den Aufwand kräftig. Dazu später noch ein bisschen mehr. Denn Raumenergie ist überall verfügbar und das ermöglicht eine dezentrale Energieversorgung. Ein optimaler Zentralisierungs- oder Dezentralisierungsgrad ist zu ermitteln. Da ist eine Menge Forschung zu leisten. Zentralisierung, Großkraftwerke wie heute oder Dezentralisierung sollen wir bis zur Küchenmaschine, bis zur Zahnbürste, bis zur Waschmaschine und so weiter gehen? Nun, das ist zu ermitteln. Ich vermute, dass es optimal ist, unter den heutigen Bedingungen
bis zu Blockheizkraftwerken so zu gehen oder kleineren Fabriken, Bürogebäuden oder vielleicht auch bis zum einzelnen Haushalt, aber nicht mehr dann bis zum einzelnen Gerät im Haushalt. Es sind dann keine Überlandleitungen mehr erforderlich und keine großen Trafostationen. Es kann aber durchaus sein, dass es große Geräte gibt, und darüber werden wir heute und morgen auch noch mehr erfahren, oder geben wird, große Geräte geben wird, die die heutigen großen Kraftwerksanlagen ersetzen, sodass man die Überlandleitungen weiter nutzen kann, die Trafostationen. Aber in Entwicklungsländern wird es leichter sein, Energienutzung einzuführen. Entwicklungsländer, die noch keine Stromversorgung heute haben, da kann man dann ganz dezentral anfangen. Ich habe eine Schwester, die ist Franziskanernonne in Südafrika beim Bischof von Kokstad und ist zuständig für die Versorgung der ärmsten Viertel dort in Kokstad mit ein bisschen Lebensmitteln. Und die Armut ist unglaublich. Und ich könnte mir vorstellen, dass man Geräte dort in einem Armutsviertel aufstellt, ein paar Geräte, sodass die Leute zumindest ein bisschen warmes Wasser haben, dass sie eine warme Suppe bekommen können und so. Ist schier unglaublich. Ja, in Entwicklungsländern könnte das viel einfacher werden mit dezentraler Versorgung. Zusammengefasst, die Raumenergie ist unter den erneuerbaren Energien wie Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und Erdwärme die wettbewerbsfähigste und konkurrenzfähigste und deshalb die vorteilhafteste für Mensch und Natur. Die traditionellen erneuerbaren Energien können mit der Raumenergie nicht konkurrieren. In der Hinsicht tun mir viele Menschen leid, die heute im Bereich Sonne, Wind, Wasser und so tätig sind, im Bereich dieser erneuerbaren Energien. Denn die sind schon sehr fortschrittlich im Vergleich zu den anderen Menschen, die sich um erneuerbare Energien überhaupt nicht kümmern. Aber die werden auch starke Konkurrenz bekommen. Und ich möchte alle bitten, die negativ betroffen sein werden von der Einführung der Raumenergie, steigen Sie früh ein in die Entwicklung und Anwendung der Raumenergie, dann haben Sie nicht so viel Schaden, wie wenn Sie sich weiterhin ganz stur, ganz fest auf die bisherige Entwicklung stützen. Die weit verbreitete Nutzung der Raumenergie mit Hilfe der Raumenergietechnik kann helfen, aus der derzeitigen Weltwirtschaftskrise herauszukommen, wie ich schon sagte, den sechsten Kondratjew-Zyklus zu verstärken. Nun besonders erfolgversprechende Raumenergiegeräte. Wichtig ist, dass man schon mit einem einzigen Gerät den Durchbruch schaffen könnte. Wir würden nicht Dieselmotor, Benzinmotor, Zweitakter, Viertakter, Verbrennung, Einspritzer, Einspritzer, Vergasermotor brauchen. Zur Not täte es einer und Elektromotor und so weiter. Einer täte es, ein Typ zur Not. Und hier wäre es ähnlich. Ne? Und ja, wie sieht es aus? Es gibt eine kaum überschaubare Informationsfülle. Wie schon gesagt, ich sammle jetzt 16 Jahre Information und für mich als Ökonom ist es ganz, ganz schwer, da eine Übersicht zu bekommen. Es gibt eine Liste, die Marco Bischoff, der zweite Vizepräsident der DVR in Berlin, erstellt hat, mit 21 Gruppen von Technologien, also nicht nur eine Gruppe, sondern 21 Gruppen von Technologien und Verfahren, mit insgesamt 148 Eintragungen, abgedruckt in meinem Buch, auch verfügbar unter DVR im Internet unter dvrraumenergie.de. Und detaillierte Informationen erhalten Sie, wenn Sie Mitglied der DVR sind. Nun, einige erfolgversprechende Geräte. Der statische elektromagnetische Generator von Dr. Tom A. Bearden, USA. Und hier abgebildet, es gibt keine beweglichen Teile in diesem Gerät. Keine Welle, die sich wie in einem Motor so dreht, keine Kugeljager, also da kein Lärm. Es gibt einen Over-Unity-Effekt von 500% und mehr, wie es heißt, und eine Patentschrift von Tom Bearden und fünf Partnern. Und es hieß vor etwa einem Jahr, Tom Bearden würde noch 10 bis 12 Millionen US-Dollar brauchen, um die Massenproduktion zu starten, aber die seien schwer zu bekommen. Sie finden viel Information darüber im Buch von Bearden vom Jahr 2005, Energy from the Vacuum, Concepts and Principles, von Genia Press in Santa Barbara, Kalifornien. Ja, ich habe großes Vertrauen in Tom Bearden. Der ist, glaube ich, 1930 geboren, war die letzten etwa 20 Jahre seines Berufslebens als hochrangiger Offizier beim Militär der USA
in der Forschung tätig und hat sich da viel mit so ja, bisher geheim gehaltenen Dingen auch befasst. Also ich habe da große Zuversicht, dass da was dahinter steckt, was Solides. Dann die zweite Maschine, die ich hier anführe, ist die Feldkraftmaschine von Professor Wenz, FKM, Feldkraftmaschine, die Stromgenerator und Elektromotor von Professor Heinz Wenz in Frankfurt am Main, im Starfire Institute, Institut für interdisziplinäre und paradigmenbildende Grundlagenforschung. Und das Motto, nach dem Wenz arbeitet, Wissenschaft ist eine Produktivkraft. Es gibt eine Patentanmeldung für die Feldkraftmaschine mit ca. 300 Seiten vom 12. August 2004, veröffentlicht am 3. März 2005. Ja, und Kontakte mit China. Wenz hat in der Industrie gearbeitet, die Atomkraftwerke baut, und längere Zeit, und hat sich dann in dieser Hinsicht selbstständig gemacht. Und nach einem Vortrag, den er mal bei Schneiders gehalten hat, wurde er gefragt in der Diskussion, ja, was machen Sie, wenn es Widerstand gibt gegen Ihre Geräte? Was machen Sie dann? Dann sagte er so etwa, wäre nicht sonderlich schlimm, wir gehen nach China, wir gehen nach Indien. Ja, wir gehen nach China, wir gehen nach Indien. Und ich kann Ihnen Folgendes sagen, ich habe an Kollegen Wenz am 10. Mai 2008, also vor jetzt eineinhalb Jahren fast, eine E-Mail geschickt und gefragt, so etwa, was gibt es Neues, ich wäre dankbar dafür und so weiter. Und dann kam am 12. Juni dieses Jahres, also mehr als 12 Monate später, die Antwort, etwa folgende Antwort: Ich komme erst, sehr geehrter Herr Gruber, ich komme erst jetzt zur Beantwortung Ihrer E-Mail, da ich seit über einem Jahr jeden Tag 18 Stunden in die Entwicklung eingebunden war und unter Hochdruck an den Maschinen arbeite. Inzwischen habe ich den neuen Kraft-Drehmomentwandler entwickelt, der ein um Faktor 5 höheres Drehmoment liefert als ein normaler Kurbeltrieb. Auch wurde neben der Feldkraftmaschine der neue Wenz-Motor entwickelt, in Klammer Minimumfaktor 2 weniger Treibstoffverbrauch und Emission als alle anderen Verbrennungsmotoren weltweit, Klammer zu. Kunden aus Indien wollen schon 10 Millionen Motoren geliefert bekommen. Also aus Indien. Ja? Also ich glaube, wenn er nichts zu bieten hätte, nur schöne Sprüche und Versprechungen und so, dann würden die Inder nicht 10 oder 100 oder 1000 Exemplare bestellen, sondern, und schon gar nicht 10 Millionen. Ja, und so weiter. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass bei Heinz Wenz solide Entwicklungen da sind. Und ich könnte mir vorstellen, die Sachen kommen in Indien, in China auf den Markt. Und wie werden wir in Deutschland, wir in Europa dann wieder jammern, dass wir so spät von dieser Sache erfahren haben? Ja, das ist doch das Übliche, wie schlecht es uns geht. Ne? Ja? Ja? Und ich kann Ihnen sagen, ich habe rund 300 Exemplare meines Buches verschickt. An Politiker, den Bundespräsidenten, die Bundeskanzlerin, von ihrem Büro kam ein Anruf, telefonischer Anruf mit Dank und so weiter. An alle Minister, Ministerinnen in Berlin, in Düsseldorf, an Fraktionsvorsitzende und so weiter, Parteivorsitzende, auch in Düsseldorf, viel in unserem Land, also Nordrhein-Westfalen. Und die werden viele nicht mehr sagen können, sie hätten nichts gewusst. Dann das Tesla-Auto 2-3. Tesla-Auto fuhr 1930 in den USA ohne Kraftstoff. Und es gibt geheime Notizen von Heinrich Jebens, die mehr als 70 Jahre geheim gehalten wurden. Heinrich Jebens, der ein Buch veröffentlicht hat, Die Urkraft aus dem Universum, beim Jupiter Verlag hier erschienen im Jahr 2006. Auch abgedruckt in meinem Buch sind diese geheimen Notizen. Ja, und die hat der Vater von Heinrich Jebens gemacht, der Vater von Klaus Jebens gemacht, der Heinrich Jebens heißt oder hieß und Direktor oder Präsident des Hamburger Erfinder- und Patentamtes war. Und der machte die Fahrt mit Nikola Tesla und ja, Nikola Tesla spätere Erfindungen sind von der Finanzwelt nicht gefördert worden. Sie sind unterdrückt worden, kann man sagen. Und sehr viel Information darüber finden Sie in dem Buch über Alan Hodgson Brown, der Dollarcrash beim Kopf Verlag im vergangenen Jahr erschienen. Also ich glaube, ein Großteil der Probleme, der Verzögerungen, die wir haben im Bereich Raumenergienutzung,
stammt von den Leuten, die das größte Geld haben, die daran interessiert sind, uns weiter an der Strippe zu haben. Wenn ich ein Raumenergiegerät im Keller meines Hauses stehen habe, das mich mit Strom und Wärme versorgt, dann brauche ich keinen Strom mehr aus der Leitung. Also die armen Schlucker da, die kriegen dann von mir kein Geld mehr. Ja? Also da ist enorm viel dran und da kann man sehr viel nachlesen, ist fast nicht zu glauben. Dann die Tesla-Forschung in Deutschland, wie steht es darin? Konstantin Meil an der Hochschule Furtwangen University arbeitet auf diesem Gebiet, erstes Transferzentrum für Skalarwellentechnik hat er da viele Publikationen in deutscher Sprache. Es gibt einen Experimentierset, einen Demoset. Man spricht viel über, liest, kann viel über Neutrinos, Neutrino Power, erweiterte Feldtheorie lesen. Und es gibt Experimente zur drahtlosen Energieübertragung und zum Einsammeln von Raumenergie. Mit einem Boot und zwei Flugzeugen wurde das gezeigt bei der Sonderschau bei der Südwestmesse in Villingen-Schwenningen im vergangenen Mai, im Mai des vergangenen Jahres. Und weitere Forschungsergebnisse zur Raumenergietechnik kamen bei der Sonderschau beim Maimarkt bei der Messe in Mannheim in diesem Frühjahr, im April, Mai. Es gab auch hochrangigen Besuch, es war ständig eine Sonderschau da, hochrangiger Besuch, Ministerpräsident, Minister und so weiter. Dann gibt es dort die Raumenergiefördergesellschaft Steffen Finger. Viele Werke über Nikola Tesla, von Nikola Tesla, gibt es beim Michaels Verlag Peitingen Oberbayern. Da ist auch mein Buch erschienen und es gibt mehrere Tesla-Gesellschaften im Ausland. Nun, Perendevs Magnetmotor, ein weiterer. Also würde man das Gerät, das Nikola Tesla hatte im Auto, mit dem er fuhr, da mit Jebens, würde man diese Informationen offenlegen, dann müsste man eigentlich sofort so ein Auto bauen können, mit der Information, die dort verfügbar war. Ja, also auch wieder eine Verzögerung, jetzt schon um 79 Jahre, hoffentlich werden es nicht noch 90 oder so Jahre. Wenn wir alle aktiv werden, dann wird es schneller gehen, dann gibt es vielleicht nur 80 oder 81 Jahre. Dann Perendevs Magnetmotor und Stromgenerator. Mike Brady steht hier neben dem Magnetmotor der Firma Perendev in München. Das Foto habe ich gemacht, als ich Brady vor etwa 4-5 Jahren in München besucht habe. Und über Brady und Perendev und seine Geräte gibt es sehr widersprüchliche Informationen. Also ich bin zuversichtlich, dass Brady solide Information hat und sie nutzt. Meines Wissens war Brady längere Zeit in seiner Firma, in seinem Team von Leuten umgeben, die zum Teil auch nur am großen Geld interessiert waren und sozusagen gemogelt haben. Das ist die Information, die ich habe. Also über Brady selber habe ich keine negative Information. Man sieht hier eine komplette Anlage eines elektromagnetischen Motors von Perendev. Aus dem Internet entnommen, 90 kW Nennleistung. Und was da interessant ist, wie groß ist das Gerät? 1,2 Meter mal 1,2 Meter mal 1,4 Meter, ist also nichts Besonderes, so ein bisschen so wie ein Tisch, halber Tisch und so. Und 1,40 Meter hoch, also so 1,40 Meter hoch und Gewicht 250 Kilogramm. Und 90 kW Leistung, das ist schon sowas, was für ein Blockheizkraftwerk reicht. Für ein großes Büro oder so, kleinere Fabrik. Und relativ kleine Kiste, würde ich sagen. Und komplette Stromversorgungsanlage für Haus- und Wohnungsbereich, kleine Industriebetriebe, ja. Der Preis, den ich hier habe, ist 19.000 Euro plus Mehrwertsteuer und Lieferkosten. Eine 300 kW Maschine sollte 38.000 Euro kosten. Und 60 Anlagen seien bereits installiert, laufen problemlos, heißt es. Über 65.000 Bestellungen, also ich weiß das nicht. Also da wissen andere viel, viel mehr Bescheid. Informationen darüber finden Sie auch im Netzjournal an mehreren Stellen. Vielleicht fließen in Perendevs Geräte Kenntnisse ein, die zur Zeit des Dritten Reiches entwickelt und bei Kriegsende exportiert worden sein sollen, unter anderem nach Südafrika. Also manches deutet darauf hin, dass in Deutschland in der Nazizeit
viel Information auf dem Gebiet vorhanden war, ermittelt wurde, erarbeitet wurde. Dann die Amerikaner haben geklaut, die Russen haben geklaut und etwas kann exportiert worden sein nach Südafrika. Und es könnte sein, dass das in die Arbeiten da eingeflossen sind. Dann die EBM-Magnetmaschinen von Professor Szabo, Gamma Manager, ein Gerät mit 15 kW, ein Gewicht von 8,5 Tonnen. 15 kW ist etwa das, was ich für mein Haus brauche. Könnte ich in den Keller meines Hauses stellen. Dann Genesis Infova, Akademie für ganzheitliche Wissenschaft und naturrichtige Technik von Diplom-Wirtschaftsingenieur Hans-Ulrich Strunk in Hachenburg im Westerwald. Strunk und die von ihm gegründete Akademie zielen vor allem auf Nutzung der Raumenergie, unter anderem auf Basis alter Theorien, die noch im 19. Jahrhundert in Lehrbüchern zu finden waren. Das ist mir jetzt besonders wichtig. Auf der Basis alter Theorien, die im 19. Jahrhundert noch in Lehrbüchern zu finden waren. Sie sind verschwunden. Also der Strunk braucht sozusagen jetzt nicht neue Theorien, um Geräte zu entwickeln, sondern alte Theorien, die vor 100, 150 Jahren oder 200 Jahren in den Lehrbüchern standen. Vieles geht da zurück auf Kenntnisse in altägyptischen Zeichnungen, Malereien und so weiter. Ja, dann einige Geräte, die das Raumenergiezeitalter sehr erleichtern können. Stellen Sie sich vor, vom 1. Januar des nächsten Jahres an gibt es neue Autos, die den neuen Antrieb haben. Wer wird dann noch glücklich sein, mit dem alten Auto weiterzufahren? Das neue Auto braucht keinen Sprit mehr. Ja, oder ist so, du könntest fahren und tanken, so viel du willst, aber du musst nichts mehr bezahlen. Ja, es wäre ähnlich, nur schlechter für die Umwelt. Ne? Was würde das bedeuten? Also wahrscheinlich würden die Menschen ganz stark versuchen, so rasch wie möglich an so neue Autos dranzukommen. Und selbst wenn die Autoindustrie von heute auf morgen umstellen möchte, sie könnte das nicht. Es würde wahrscheinlich ein Jahr dauern, bis sie 20-30% umgestellt haben, 2-3 Jahre, bis sie 50-80% umgestellt haben, ich weiß es nicht. Ne? Und selbst wenn sie in 2 Jahren alles umstellen könnten, alle neuen Antriebe da in die Autos einbauen könnten, dann gäbe es eben immer noch 70-80-90% der bisherigen Pkw-Flotte mit altem Antrieb. Und da wäre wichtig, die nachzurüsten, sodass sie weniger Sprit brauchen. Und da gibt es eine Menge Informationen dazu, eine Menge Möglichkeiten. Ich erwähne jetzt hier ganz kurz ein paar. Der Dacor H2-Generator von Alfonso, ein Pseudonym, ich kann ja auch seinen Namen sagen, Reiser in Pirmasens. Dann die Joe-Zelle von einem australischen Erfinder. Das Wasserauto von Daniel Dingle, der H2-Booster von Franck Giraud in den USA. Soll bereits käuflich erwerbbar sein, 750 US-Dollar. GET-Treibstoffprozessor von Paul Pantone in den USA. GET oder GEET, Global Environmental Energy Technology, seit 83 öffentlich und Weiterentwicklung durch Theo Almeida Murphy, Düsseldorf. Also da gibt es eine ganze Menge. Nun, ökonomische und ökologische Folgen der weit verbreiteten Raumenergienutzung. Weit ökonomische und ökologische Folgen. Ja, welche Folgen hätte das? Nun, wir hätten eine Menge Einsparungen. Wie schon vorher gesagt, das Auto würde ohne Sprit fahren. So, oder der Sprit würde nichts mehr kosten sozusagen. Dann den elektrischen Strom müsste man nicht mehr aus der Leitung beziehen, den könnten wir im Keller unseres Hauses erzeugen. Auch nichts mehr zahlen an die Konzerne, die armen Schlucker. Kosten des elektrischen Stroms. Die würden kräftig sinken. Man gibt heute pro Haushalt, typischen Haushalt, vielleicht um die 1.000 Euro aus im Jahr. Dann Heizöl und Erdgas würde auch nichts mehr kosten. Was heißt, man würde sie nicht mehr brauchen. Und das bedeutet so etwa 3.500 Euro pro Jahr Ersparnisse für eine typische Familie im Jahr. 10 Euro pro Tag. Wer würde dann noch die alte Technik nutzen wollen, wenn es so viele Ersparnisse gibt? Kaum jemand, ne? Dann Einsparungen von Rohstoffen und Metallen. Schauen Sie, ich habe auf dem Haus meines Daches in Hagenhohen-Limburg 8 Solarkollektoren. Durch diese Solarkollektoren hat sich der Aufwand an, sagen wir, Metallen und Kunststoffen kräftig vergrößert. Ja, vielleicht um 50%, ich weiß es nicht, je nachdem muss man genau rechnen. Wenn ich jetzt da diese Anlage, die ich jetzt habe, mit Solar
Kollektoren. Wenn ich die ersetze durch Raumenergietechnik, dann käme ich runter auf vielleicht 20% oder 30%. Wenn ich keine Solarkollektoren drauf hätte und würde dann sowas, die neue Technik einführen, käme ich vielleicht runter auf 50%, irgend sowas. Also eine Menge Einsparungen. Dann auch beim Transport von Gütern kämen riesige Einsparungen zustande, so indirekte Effekte, die man nicht so direkt kalkulieren kann. Da müsste man ökonometrische Modelle anwenden, Wirtschaftsforschung betreiben. Wenn ich ein Gut transportiere, das gekühlt werden muss, dann wären die Einsparungen größer, als wenn ich ein Gut habe, das nicht gekühlt werden muss und so weiter. Also da gibt es sehr viel Forschungsbedarf. Es gibt sehr viele weitere Einsparungen. Es gibt riesigen Forschungsbedarf. Man muss Technikfolgenabschätzung machen. Also die Wissenschaft muss einsteigen in diese Sache. Durch Raumenergietechnik können wir Nachhaltigkeit im Energiebereich und darüber hinaus erreichen. Und Raumenergienutzung führt zu einer nachhaltigen Energieversorgung weltweit. Nachhaltige Energieversorgung weltweit. Die Umweltbelastung durch klimaschädliche Gase aus der Verbrennung von Kraftstoffen und so weiter sinkt auf null. Nun, ich habe den Eindruck, wenn heute diskutiert wird in der Öffentlichkeit über die Folgen unseres Verhaltens, unserer Energietechnik, wie schädlich da vieles ist, ich glaube, da wird eine Menge gelogen, übertrieben. Ne? Ich bin kein Fachmann dafür, aber meinen Eindruck habe ich. Auf jeden Fall, der Schaden des Klimas, der durch die Verbrennung, der durch unsere heutige Energiewirtschaft entsteht, der könnte praktisch auf null reduziert werden, wenn wir Raumenergie nutzen. Das wäre doch eine großartige Sache. Also man könnte sagen, Leute, setzt euch ein, werdet aktiv und tut was, damit wir rauskommen aus den heutigen Sackgassen. Die vorhandenen Restbestände von Erdöl, Erdgas und Kohle kann man behalten und als Input für die chemische Industrie der Zukunft nutzen. Und dann wird trotzdem auch noch die Transmutation wichtig sein, um neue Stoffe zu gewinnen. Altlasten kann man mit Transmutationsverfahren beseitigen und neue Werkstoffe gewinnen. Ein neues Paradigma wird auch Reformen in anderen Bereichen erleichtern und das ist wichtig. Es gibt einen riesigen Gestaltungsbedarf für den Gesetzgeber. Ich habe hier zwei Beispiele, Kilometersteuer und Kilowattstundensteuer. Nun, stellen Sie sich vor, dass unsere neuen Autos fahren alle ohne Sprit. Der Sprit kostet nichts mehr. Was wäre heute der Fall, wenn der Sprit nichts mehr kosten würde? Sagen wir mal, die Steuer bleibt so gleich vorerst mal. Ne? Also nicht Maut, sondern nur der Sprit würde nichts mehr kosten. Was würde das bedeuten? Wir würden noch schneller fahren. Die Raser, die heute 120, 150, 170 fahren, würden nochmal plus 50 Stundenkilometer mehr fahren, wenn es irgendwie geht. Noch mehr Kilometer fahren. Statt 15.000 oder 10.000 Kilometer im Jahr, 20, 25, 30.000 Kilometer, noch mehr Staus, noch mehr Unfälle, ist schwer vorzustellen. Schwer vorstellbar, was das bedeuten würde. Also wir müssten einen Ersatz für die weggefallene sozusagen Mineralölsteuer erfinden und Kilometersteuer, Maut und so weiter. Ich kann das jetzt nicht mehr im Einzelnen besprechen, aber da müsste viel getan werden. Dann die Kilowattstundensteuer für Bauten, Leben mit der Sonne, Vorschriften würde man brauchen. Stellen Sie sich vor, die Heizung Ihres Hauses kostet nichts mehr. Sie brauchen kein Heizöl mehr. Sie brauchen keinen Strom mehr, den Sie wie bisher beziehen. Nun, wie würde man da in Zukunft bauen, wenn nicht irgendwas geregelt wird? Wahrscheinlich so, wie ich es in der Richtung, so wie ich es in den USA als Student kennengelernt habe. Da hatte ich einige Zeit ein Büro in einer Baracke. Im Winter wurde geheizt auf Teufel komm raus, natürlich, war nicht isoliert im Grunde. Und im Sommer lief die Klimaanlage fast die ganze Zeit. Ständig das Surren. Ja. Ja. Und so in dieser Richtung würden wir uns hier wahrscheinlich auch bewegen, eine große Gefahr. Und da müsste was getan werden durch den Gesetzgeber. Man könnte Leben mit der Sonne machen, wie es Weiblen, Trisolar Weiblen und Strunk Mester empfehlen, entwickeln. Man müsste umfangreiche geänderte Vorschriften haben und diese neue Kilowattstundensteuer, die gäbe dann auch Staatseinnahmen, also nicht nur Ausfall, sondern auch wieder Einnahmen. Ja, Szenarien des Übergangs im Transportsektor, Wassermotoren oder sonstige Raumenergiegeneratoren als alleiniger Antrieb. Ja,
Stellen Sie sich vor, ab Januar des nächsten Jahres sind alle neuen Autos mit neuem Antrieb ausgestattet. Nun, dann haben wir immer noch 90% der alten Autos sozusagen. In zwei Jahren oder es sinkt immer diese, wie sagt man, sinkt die Zahl der alten Geräte ab. Aber man würde sofort merken, du brauchst in 10 oder 15 Jahren keinen Kesselwagen mehr, um Sprit, um Dieselkraftstoff oder Benzin von der Raffinerie zur Tankstelle zu transportieren. Brauchst kein Transportfahrzeug mehr, keinen Kesselwagen mehr. Ähnlich ist es bei Heizöl. Nun, das würde bedeuten, dass die Nachfrage nach solchen Transportgeräten, Transportfahrzeugen von heute auf morgen total zusammenbricht. Total zusammenbricht. Und das hätte natürlich riesige negative Folgen für große Teile der Wirtschaft. Denn wenn es würde die Produzenten dieser Geräte betreffen und auch die Zulieferer von Teilen und so weiter. Die Verflechtungen in unserer Wirtschaft sind sehr riesig groß und das hätte unglaubliche Folgen. Und darum sage ich, wie ich schon vorher angedeutet habe, wir müssen versuchen, die negativ betroffenen Wirtschaftszweige von der Einführung der Raumenergietik nicht negativ betroffenen Wirtschaftszweige, wir müssen die gewinnen, in diese neue Sache einzusteigen, dann werden sie nicht so stark negativ betroffen, sondern der negative Einfluss nimmt ab und gleichzeitig tun sie was Gutes, um die Raumenergietechnik zu fördern. Raumenergietechnik ist in ökonomischer und ökologischer Sicht der konkurrenzfähigste und deshalb vorteilhafteste Weg zur Nachhaltigkeit der Energieversorgung. Raumenergietechnik ist in praktisch unbegrenzter Menge verfügbar, im Gegensatz zu Erdöl, Erdgas und Kohle, ist immer verfügbar, im Gegensatz zu Sonne, Wind, Wasser und Biomasse. Der Bedarf an begrenzt verfügbaren Rohstoffen wie Metallen und Kunststoffen, der wird kräftig absinken. Der Einsatz traditioneller erneuerbarer Energien erhöht den Aufwand kräftig, aber der Einsatz der Raumenergie senkt den Aufwand kräftig. Raumenergietechnik ist überall verfügbar. Dann ist das ermöglicht eine dezentrale Energieversorgung. Ein optimaler Zentralisierungsgrad ist zu ermitteln. Also versuchen Sie, Wissenschaftler, Forschungsinstitute, Hochschulen zu gewinnen, da mitzumachen. Ich freue mich vor allem, wenn junge Leute hier sind, Studierende, Auszubildende, zukünftige Studierende, die können dann mal eine Seminararbeit schreiben, dann Diplomarbeit, dann Doktorarbeit und so weiter, auf diesem Gebiet etwas machen und sehr viel beitragen, dass die Entwicklung positiv gestaltet wird. Wahrscheinlich ist die Dezentralisierung optimal, wie ich schon sagte, bis zu Wohnblöcken, Bürokomplexen, Fabriken, vielleicht auch bis zum einzelnen Haus, aber sicher, meine ich, sicher nicht bis zur Zahnbürste und zur Spülmaschine und zur Waschmaschine. Man wird dann keine Überlandleitungen mehr brauchen, keine großen Trafostationen sind mehr notwendig und das ist wichtig für Entwicklungsländer. Wenn wir aber große Anlagen haben, große neue Antriebe haben für Kraftwerke, dann kann man die nutzen und man kann die Überlandleitungen und die Trafostationen weiter benutzen, aber in Entwicklungsländern hat man vieles davon noch nicht. Dann die Raumenergietechnik ist in Entwicklungsländern leichter einzuführen als die heutige Energietechnik und die Raumenergietechnik reduziert Klima- und Umweltbelastungen durch den Energiesektor auf ein Minimum. Also weiter kann man es dann nicht mehr minimieren. Schon der Beginn des Übergangs ins Raumenergiezeitalter ist möglichst vorteilhaft für Mensch und Natur zu gestalten und da müssen wir alle mitwirken, meine ich. Werden wir aktiv? Sie, die hier sind, sind schon aktiv. Versuchen wir, neue Leute zu gewinnen, die mitzumachen. Schauen Sie, ich war vor 14 Tagen in Leipzig, unter anderem in der Nikolaikirche. Wo wären wir hingekommen ohne die Montagsgebete in der Nikolaikirche, ohne diese Gebete, ohne diese friedlichen Demonstrationen? Das hätte auch einen Krieg geben können. Und so friedlich wie die Menschen dort, die den Fall der Mauer zustande gebracht haben, so müsste es auch uns möglich sein, gemeinsam
die Einführung der Raumenergietechnik hinzubekommen. Schockartige Nachfrageeinbrüche gilt es zu vermeiden. Wer kauft noch ein traditionell angetriebenes Auto, wenn es bereits raumenergiegetriebene Autos gibt? Und besonders den Firmen und Verbänden der heutigen Energiewirtschaft, einschließlich erneuerbarer Energien, ist dringend zu raten, sich rasch und ausführlich mit der sehr vorteilhaften Raumenergietechnik zu befassen. Nun, ich sagte schon, die Einführung der Dampfmaschine ist von den Anhängern von Isaac Newton und der British Royal Society um 100 Jahre verzögert worden. Dann wurde 100 Jahre später vom US-amerikanischen Erfinder und Künstler und Diplomaten Robert Fulton ein kommerzielles Dampfschiff eingesetzt, der Clermont hieß es, und das hat eine stundenlange Fahrt auf dem Hudson River gemacht. Ne? Also um 100 Jahre hat man, wie ich schon sagte, die Einführung der Dampfmaschine verzögert. Erster Kondratjew-Zyklus begann dann. Und ich frage hier, wann wird auch die Einführung der Raumenergietechnik kommen? Wann wird auch die Raumenergietechnik-Einführung verzögert? Tesla-Auto fuhr bereits 1930, bei der Verzögerung jetzt bereits 79 Jahre. Wann kommt es? Oder ein ähnlich angetriebenes Auto? Ja, wir müssen aktiv werden. Dann Offenlegung geheim gehaltener Informationen habe ich schon erwähnt. Selbst wenn alle Informationen im privaten Bereich falsch wäre, es würde reichen, die im militärischen Bereich jahrzehntelang geheim gehaltene Informationen einzusetzen, anzuwenden, zum Segen für Mensch und Natur. Nun, Dr. Peter Lindemann schreibt im Nexus Magazin 2001, wo in der Welt ist die ganze freie Energie? Und in vier Abschnitten beschreibt er vier Gruppen von Verhinderern. Erstens das Geldmonopol, habe ich schon erwähnt. Also es gibt keinen Zweifel, dass das Geldmonopol daran interessiert ist, seine Macht zu erhalten. Und dazu gehört durchaus, dass man sich von der Raumenergietechnik möglichst weit entfernt. Zweitens, eine zweite Gruppe von Verhinderern, nationale Regierungen. Glauben Sie, dass die russische Regierung jubeln würde, wenn sie auf einmal kein Erdgas, kein Erdöl, keine Kohle mehr exportieren könnten? Und die würden sicher nicht jubeln. Ja? Aber man muss auch die gewinnen, da einzusteigen, ihnen klar machen, ihr könnt eure vorhandenen Vorräte speichern und dann als Input für die chemische Industrie in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten verwenden. Dann drittens Täuschungen und Unehrlichkeit in der Raumenergiebewegung. Schwarze Schafe gibt es überall, warum nicht auch im Bereich Raumenergietechnik? Ja, ich glaube, damit müssen wir leben. Wir alle sind Menschen, wir alle machen Fehler, sozusagen wir alle begehen Sünden und damit muss man leben. Dann vierte Gruppe, eine Öffentlichkeit, die bezüglich Raumenergietechnik nichts verlangt. Eine Öffentlichkeit, die nichts verlangt, man kann auch sagen, eine Öffentlichkeit, die nichts tut dafür. Ja? Leute, die ständig ruhig sind und sagen, die anderen werden es schon machen. Ja? Aber ich glaube, wir müssen wirklich aktiv werden. Ne? Hätte es in Leipzig nur einige Dutzend oder einige hundert Leute gegeben, die zu den Demonstrationen, zu den Montagsgebeten und zu den Demonstrationen gegangen sind, wäre wahrscheinlich kein Mauerfall zustande gekommen, zumindest nicht ohne Krieg. Und hier könnte es ähnlich sein. Verhinderer sind alle, die nicht zu den ersten drei Gruppen gehören und nichts tun. Also wir müssen was tun. Werden wir also aktiv? Wir müssen eine Strategie zur vorteilhaften Gestaltung des Raumenergiezeitalters entwickeln. Und wie ich schon ein paar Mal sagte, das Geheimnis des Erfolges heißt Zusammenarbeit. Vereint sind auch die Schwachen mächtig. Riesige Vorteile von Raumenergietechnik für Mensch und Natur wird es geben. Ein neuer Kondratjew-Zyklus kann bald beginnen und die derzeitige Weltwirtschaftskrise kann überwunden werden. Die riesige Arbeitslosigkeit, die noch viel schlimmer werden, die Arbeitslosigkeit kann abgebaut, kann verhindert werden. Und ein notwendiger, ein vorteilhafter Paradigmenwechsel wird auch gefördert, weg von der rein materialistischen Sicht der Dinge, von der materialistischen Sichtweise, Öffnung für geistige und spirituelle Dinge, und da haben wir auch gestern vor allen Dingen schon sehr Interessantes gehört. Dann Hinweis auf mein Buch, den will ich mir jetzt schenken, ich habe schon kurz darauf hingewiesen. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören, bin gespannt auf Ihre Kritik, Ihre Fragen. Ganz herzlichen Dank.